Ja, hallo liebe Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute Arduino Basics Tag 3 und heute behandeln wir das Thema Variablen. Ja, zuerst vielleicht mal ganz kurz, was sind Variablen überhaupt? Variablen sind quasi Platzhalter für bestimmte Werte innerhalb eines Programms. Sagen wir jetzt mal, ich möchte zum Beispiel die Helligkeit einer LED dynamisch beeinflussen oder halt innerhalb dieses Programms ändern. Dann hätte ich die Möglichkeit, den Helligkeitswert innerhalb von einer Variablen zu speichern. Und diesen Wert könnte ich dann innerhalb des Programms sowohl ändern als auch abrufen. Variablen geben mir also einfach die Möglichkeit, einen Wert anhand eines Namens zu setzen oder zu holen. Heißt, wenn ich einen Wert an mehreren Stellen im Programm benötige, dann macht es Sinn, eine Variable dafür zu verwenden, weil wenn ich diesen Wert mal ändern möchte später, dann muss ich nicht an jeder betroffenen Stelle diesen Wert ändern, sondern es reicht, wenn ich den Wert der Variable ändere und alle Stellen, die auf die Variable zugreifen, ändern sich dadurch automatisch. Das ist jetzt alles sehr theoretisch, ich weiß. Das war jetzt auch erstmal nur die grobe Einleitung, worum es überhaupt in diesem Video geht. Wir machen zu dem Thema nachher nochmal ein Beispiel. Aber zuerst noch ein kleines bisschen weitere Theorie. Es gibt unterschiedliche Datentypen. Und zwar haben wir ganz platt gesagt erstmal, wir haben Ganzzahlen, wir haben Fließkommazahlen und wir haben Text. Also das sind zumindest so die drei, ja ich sag mal, greifbarsten Typen für jeden, der noch nicht mit Programmierung zu tun hatte. Bei der Programmierung eines Arduino-Controllers gibt es allerdings noch wesentlich mehr als nur diese drei Möglichkeiten. Und auf die gängigsten, wichtigsten möchte ich jetzt einmal kurz eingehen und mal kurz erklären, wirklich nur angerissen, wo so die Unterschiede liegen. Also der kleinste Datentyp ist, glaube ich, Bool. Ein Bool wird dazu verwendet, bei Abfragen wie zum Beispiel, ist Wert A größer B? Dann ist die Antwort ja entweder wahr oder falsch. Und das Ergebnis einer solchen Abfrage würde man dann in einer Bool-Variable hinterlegen. Der nächstgrößere Datentyp wäre ein Byte. Ein Byte besteht aus 8 Bit und ein Bit ist immer entweder eine 1 oder eine 0. Das heißt, mit 8 Bit habe ich die Möglichkeit, alle Zahlen zwischen 0 und 255 abzuspeichern. So, da wir jetzt schon bei Zahlen sind, machen wir mit den Ganzzahlen auch mal direkt weiter. Der nächstgrößere Datentyp wäre dann ein Integer oder kurz Int. Ein Int entspricht bei Arduinos in der Regel einer 16-Bit-Ganzzahl. Das heißt, von minus 32.768 bis plus 32.768. Wem diese Range nicht reicht, der hat auch noch die Möglichkeit, größere Ganzzahlen zu verwenden, und zwar mit dem Datentyp Long. Long verdoppelt das ganze Volumen nochmal, und zwar haben wir hier eine 32-Bit-Ganzzahl. Und diese gehen von minus 2.147.483.648 bis plus 2.147.483.648. Jetzt kann es aber natürlich auch mal vorkommen, dass Ganzzahlen nicht das sind, was wir suchen, sondern dass wir Fließkommazahlen benötigen. Und dafür gibt es den Datentyp Float. Bei dem Datentyp Float handelt es sich um eine 32-Bit-Fließkommazahl. Und diese liegt im Bereich von minus 3,402835 mal 10 hoch 38 bis plus 3,402835 mal 10 hoch 38. Dann gibt es, wie bei Int und Long, auch hier noch den Datentyp Double. In der Regel verdoppelt der auch die Präzision der Fließkommazahlen, also er erhöht den verwendeten Speicher von 32 auf 64 Bit. Beim Arduino jedoch, Ausnahme ist der Due. Der Due bietet wirklich 64 Bit Fließkommazahlen bei einem Double. Alle anderen Arduinos bieten die identische Implementierung wie eine Float-Variable. Hier macht es also keinen Unterschied, ob ich Float oder Double verwende. Die sind beide auf 32-Bit limitiert. Sollte ich jetzt mal einen Datentyp benötigen, der nur positive Ganzzahlen erfordert, wo ich mir also sicher bin, dass ich keinen negativen Zahlenbereich benötige, habe ich auch die Möglichkeit, Unsigned-Variablen, also Variablen ohne Vorzeichen, abzuspeichern. Dadurch habe ich die Möglichkeit, eine größere Zahl in der Variable abzulegen, verliere aber die Information, ob es jetzt eine positive oder eine negative Zahl ist. Heißt, selbst wenn ich zum Beispiel in eine unsigned int-Variable eine minus 32 reinschreibe,
merkt sich der Arduino an der Stelle nur die 32 und vergisst das Minus. Das kann hier und da ganz praktisch sein. Es gibt immer mal Stellen, wo man sich dieses Verhalten zunutze machen kann. An der Stelle gehe ich mal erst nicht weiter darauf ein, nur damit ihr es schon mal gehört habt und wisst, wenn ihr unsigned lest, alles klar, da wird kein Minus gespeichert, sondern nur die Zahl. Unsigned int ist immer noch 16-Bit, aber diesmal eine Ganzzahl ohne Vorzeichen. Das heißt, hier kann ich jetzt ganze Zahlen von 0 bis 65.535 hinterlegen. Dann haben wir auch noch die unsigned long Variablen. Das sind dann wieder 32-Bit, wie bei long auch. Damit haben wir jetzt einen möglichen Zahlenbereich von 0 bis 2 hoch 32 minus 1 und das ergibt einen Bereich von 0 bis 4.294.967.295. Ich glaube, das reicht erstmal an Datentypen für Zahlen. Wir hatten Ganzzahlen, wir hatten Fließkommazahlen, wir hatten Ganzzahlen ohne Vorzeichen, wir hatten Bool, also die True-False-Variable. Das Einzige, was jetzt erstmal so an simplen Datentypen noch fehlt, wäre der Char. Beim Char handelt es sich um ein alphanumerisches Zeichen, wobei ich hier alle Zeichen aus dem ASCII-Standard verwenden kann. Aber auch wenn es sich dabei um alphanumerische Zeichen handelt oder auch um Sonderzeichen, gespeichert werden diese trotzdem immer noch als eine Zahl. Welche Zahl das dann entsprechend ist, kann man in der hier eingeblendeten ASCII-Tabelle noch einmal sich angucken. Wer sich das Ganze sonst mal genauer angucken möchte, also die ASCII-Tabelle werdet ihr auf jeder zweiten Seite, die in irgendeiner Form Datentypen behandelt, auf jeden Fall finden. Das waren jetzt meiner Ansicht nach erstmal die wichtigsten simplen Datentypen. Es gibt aber auch noch komplexe Datentypen. Von komplexen Datentypen spricht man bei Zusammensetzungen von primitiven Datentypen. Ich würde behaupten, der gängigste komplexe Datentyp ist der String. Und zwar handelt es sich dabei um die Verkettung mehrerer Zeichen, also ein Text. Wenn ich jetzt irgendwo einen Text hinterlegen möchte, mache ich das in der Regel in einem String. Die andere Alternative für einen Text wäre ein Char-Array, aber auf Arrays kommen wir später zu sprechen. Da wir jetzt erstmal hier bei Datentypen sind, Text ist ein String. Der zweite und letzte komplexe Datentyp, den ich ebenfalls noch erwähnen möchte, sind bei dem Arduino Structs. Ein Struct bietet mir beim Arduino die Möglichkeit, in einer Variable mehrere Werte zu speichern. Angenommen, ich habe mehrere LEDs und die sollen alle unterschiedlich hell leuchten. Dann hätte jede LED einmal die Eigenschaft, an welchem Pin sie hängt, also die Pin-Nummer. Und sie hätte einmal eine eigene Helligkeit. Dann hätte ich die Möglichkeit, ein Struct zu bauen, wo ich sage, Struct vom Namen LED und es soll die Eigenschaften Pin und Helligkeit beinhalten. Und jede Variable von diesem Typ LED, den ich vorher definiert habe, beinhaltet dann diese beiden Eigenschaften, die ich unabhängig setzen und eben auch abrufen kann. Somit kann ich zusammengehörige Daten auch zu einer logischen Einheit, zu einer Komponente, also einer Variablen zusammenfassen. Also ich glaube, den Neueinsteigern unter euch qualmt schon der Kopf, wenn sie überhaupt bis hierhin durchgehalten haben. Von daher würde ich sagen, wir wechseln jetzt mal an den PC. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal an einem praktischen Beispiel. Und wir nutzen jetzt einmal ein, zwei verschiedene Datentypen und bauen uns mal unser erstes eigenes Struct. Hier sind wir jetzt in der Arduino-Software im Sketch für den Tag 3. Und allen, die die ersten zwei Tage aufmerksam verfolgt haben, könnte schon mal zumindest auffallen, wenn ich jetzt Tag 2 nochmal einblende, da begann das Sketch direkt mit der Setup-Methode. Hier haben wir gesagt, Pin der internen LED und Pin 3 definieren wir als Output und dann haben wir in der Loop-Methode die LEDs ein- und ausgeschaltet. Wenn wir uns jetzt das Sketch von Tag 3 ansehen, sehen wir, passiert erstmal noch etwas davor, bevor wir überhaupt zur Setup-Methode kommen. Und in der Setup-Methode wird mit Pin-Mode auch nicht mehr Pin 3 als Output definiert, sondern da steht jetzt so ein komischer Text davor. So, und dieser komische Text, das sind unsere Variablen. Fangen wir aber einfach mal vorne an. Eine Variable muss immer als erstes einmal definiert werden und das machen wir wie folgt. Wir geben als erstes den Datentyp der Variable an. Das ist in unserem Fall jetzt ein const unsigned int. Unsigned int haben wir eben schon gelernt, das ist eine Ganzzahl ohne Vorzeichen. Was jetzt noch neu ist, ist const. Const heißt einfach, dass es sich um einen konstanten Wert handelt. Das heißt, diese Variable ist im Programmablauf nicht mehr änderbar. Das heißt, die wird hier einmal auf den Wert 3
Ei gesetzt und kann danach nicht mehr geändert werden. Das zeige ich euch jetzt gleich nochmal, aber wir machen jetzt erstmal eben kurz weiter. Also wir fangen an mit dem Datentypen, geben der Variable dann einen Namen. Das ist jetzt hier das rote Unterstrich LED Unterstrich PIN. Und dann weisen wir dieser Variable mit dem Gleichzeichen den Wert 3 zu. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Variable mit dem Namen rote LED PIN und hier steckt jetzt der Wert 3 drin. So, und die Besonderheit von Cons, die zeige ich euch mal eben. Wenn ich nämlich jetzt in der Setup-Methode zum Beispiel sagen würde, rote LED gleich 4 und würde versuchen, das zu kompilieren, dann meckert der Compiler sofort und sagt, stopp, du hast hier oben gesagt, das ist eine Konstante und deshalb ist das jetzt eine Read-Only-Variable und die kannst du hier nicht mehr ändern. Wollen wir auch gar nicht, deshalb nehme ich das wieder weg, nur damit ihr es mal gesehen habt. Wenn ihr diese Fehlermeldung bekommt, dann heißt das, ihr versucht eine Konstante zu ändern. So, Konstanten werden in der Regel immer komplett groß geschrieben. Das ist einfach so eine Konvention, an die man sich halten sollte. Das ist genauso wie Klassennamen oder in dem Fall jetzt Struct-Namen würde ich persönlich immer mit einem Großbuchstaben beginnen. Variablennamen selber werden dann immer klein angefangen, genauso wie Methodennamen. Die beginnt man eigentlich immer mit einem kleinen Buchstaben. Wenn ihr etwas tiefer in die Materie eintauchen wollt, könnt ihr mal nach Code-Conventions googeln. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Wir machen jetzt einfach erstmal hier weiter. Also, wir haben hier unsere konstante positive Ganzzahl mit dem Namen rote LED PIN mit dem Wert 3 definiert. Das gleiche machen wir darunter nochmal und zwar haben wir hier eine konstante positive Ganzzahl rot LED Delay mit dem Wert 500. Und damit ist unsere Definition der roten LED eigentlich fertig. Wir haben einmal den PIN festgelegt auf PIN 3 und wir haben die Verzögerung festgelegt auf 500 Millisekunden. Jetzt machen wir das Ganze mal am Beispiel eines komplexen Datentyps für die grüne LED. Den komplexen Datentyp müssen wir erstmal definieren und das machen wir wie folgt. Wir beginnen mit dem Wort struct und geben unserem struct erstmal einen Namen und zwar LED. Wir möchten für unsere LEDs zwei Eigenschaften definieren und zwar den PIN und das Delay, also müssen wir dafür innerhalb des Structs, also zwischen den geschweiften Klammern, jetzt hier unsere Variablen in dem Struct erzeugen. Dafür sagen wir jetzt hier unsigned int PIN und unsigned int delay ms. PIN und delay ms sind einfach wieder unsere Variablennamen. Davor haben wir unseren Datentypen. Das heißt, hier könnte man jetzt genauso auch Boolean oder char oder sonst was verwenden, je nachdem, was man halt gerade in seinem struct braucht. Aber da es sich bei uns in beiden Fällen jetzt gerade um Ganzzahlen handelt, bleiben wir auch bei dem Typ int. Damit ist unsere Definition unseres structs, also unseres komplexen Datentyps, auch schon fertig. Und jetzt können wir ihn verwenden. Also legen wir jetzt eine Variable vom Typ LED an, geben ihr den Namen grüne LED und weisen ihr die Werte 5 und 2000 zu. Ihr seht schon, die Schreibweise ist jetzt halt etwas anders, weil wir jetzt in unser Struct nicht nur einen Wert wie hier oben reingeben wollen, sondern wir müssen hier zwei Werte übergeben, und zwar PIN und Delay. Die werden also auch in der Reihenfolge, wie sie im Struct definiert sind, hier angegeben, mit einem Komma getrennt und innerhalb von geschweiften Klammern. Und dadurch kommt dann raus, gleich, geschweifte Klammer auf, 5,2000, geschweifte Klammer zu. Und das sorgt dafür, dass wir in der Variablen grüne LED jetzt in dem Wert PIN die 5 stehen haben und in dem Wert Delay MS die 2000. In der Setup-Methode wird wie an Tag 2 auch erstmal der PIN oder die verwendeten PINs als Ausgang definiert. In dem Fall ist das jetzt einmal der PIN für die rote LED, hier über unsere konstante Variable rote LED PIN hinterlegt. Das heißt, hier drin steckt ja immer noch die 3 von hier oben, also wird PIN 3 als Ausgang definiert. Und hier in der Zeile wird jetzt der PIN 5 als Ausgang definiert. Und wie ihr seht, wir haben hier die Variable grüne LED, hier die grüne LED. Und über Punkt Variablenname können wir jetzt auf die internen Werte zugreifen. Das heißt, mit grüne LED.PIN können wir jetzt hier diese 5 abrufen. Also wird hier der PIN 5 als Ausgang definiert. Und die Loop-Methode ist jetzt ähnlich wie an Tag 2, nur dass wir nicht mehr die interne LED, sondern die grüne LED verwenden und dass wir das Ganze über unser Struct umsetzen. Das heißt, hier seht ihr, wird mit einem Digital Write die grüne LED.PIN, also PIN 5, auf High gesetzt, also eingeschaltet. Dann warten wir in grüne LED Delay MS hinterlegte Anzahl an Millisekunden, also diese 2000, die ja jetzt in Delay MS stehen. Und nach
Nach den 2 Sekunden schalten wir den Pin der grünen LED wieder aus. Danach passiert das gleiche nochmal. Wir schalten allerdings jetzt die rote LED ein, warten die Zeit der roten LED und schalten die rote LED wieder aus. Und dabei werden wieder hier die primitiven Datentypen für die rote LED abgefragt. So, hier seht ihr jetzt alle Komponenten, die wir bisher zur Verfügung haben. Das Steckbrett und den Arduino und die rote LED kennen wir ja schon von Tag 2. Hier haben wir jetzt noch die beiden Komponenten dazu bekommen, die Kabelbrücke und die grüne LED. Wir nehmen jetzt die grüne LED, nachdem wir sie aufgebogen haben, nehmen das lange Beinchen zur Seite des Arduino, stecken das lange Beinchen an den D5 und das kürzere Beinchen stecken wir mal hier in die äußere Leiste. So müsste das dann in etwa aussehen. Das gleiche machen wir jetzt mit der roten LED nochmal an D3. Jetzt haben wir dieses Kabel hier noch übrig und das brauchen wir, um auf die äußere Steckverbindung hier auf diese Leiste den Ground-Anschluss zu legen. Den haben wir hier. So, und wie wir ja gelernt haben, der innere Block ist immer senkrecht verbunden und da die hier waagerecht verbunden ist, sind jetzt die kurzen Beinchen beide mit Ground verbunden. Und die langen Beinchen, jeweils das grüne an D5 und das rote an D3. So, jetzt nehmen wir unser USB-Kabel, verbinden also den Arduino mit dem USB-Anschluss von unserem PC. Und dann seht ihr, läuft hier noch immer das Sketch von Tag 2. Die rote LED geht an, die Board-LED geht an. So, und jetzt laden wir zum Test mal das Sketch von Tag 3 hoch. Und dann sehen wir, jetzt blinken immer die grüne LED und die rote LED abwechselnd. Und wie wir hier im Sketch auch sehen können, die rote LED hat nur ein Delay von 500 Millisekunden. Das heißt, die ist immer nur eine halbe Sekunde an. Und die grüne LED an Pin 5 ist 2 Sekunden an. Und das sehen wir hier auch. Die leuchtet wesentlich länger als die rote. Ja, und insofern würde ich sagen, haben wir Tag 3 erfolgreich absolviert. Ja, das war es auch schon von Tag 3 meiner Arduino Basics Reihe. Ich hoffe, ihr konntet mir soweit folgen und euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt. Abonniert gerne meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns morgen an Tag 4 wieder, wenn wir uns dann mal den seriellen Monitor etwas näher anschauen. Ich verabschiede mich und sage einfach mal bis zum nächsten Video. Ciao!